Hallo zusammen. Ja, in nicht mal mehr einem Monat wird das erste Päckchen, Säckchen, Türchen, wie auch immer, aufgemacht. Und da ist natürlich auch für mich jetzt Zeit, mal den Adventskalender für meinen Mann zu basteln. Das mache ich ja jedes Jahr, der kriegt ja immer einen selbstgemachten. Ich im Übrigen auch. Finde das einfach schöner als nur gekauft. Ja, und normalerweise mache ich ja oftmals was, was ein bisschen angelehnt an unsere Hobbys, Leidenschaften, an besondere Dinge aus dem Jahr dann angelehnt ist. So zum Beispiel letztes Jahr habe ich ja was zum Thema Miami Beach gemacht, weil wir dann ja einen Tag nach Weihnachten hingeflogen sind und von da dann die Kreuzfahrt gemacht haben. Ja, dieses Jahr bin ich nicht ganz so kreativ, muss ich sagen. Das Corona-Jahr hat einfach vieles so ein bisschen vermiest und ich habe nicht so wirklich kreative Ideen gehabt, muss ich gestehen. Nichtsdestotrotz habe ich so ein bisschen durch normales Googeln, mir ein bisschen was anschauen und so einfach so ein paar Ideen kombiniert und habe mich dann für eine recht einfache Variante entschieden, die auch jeder selber auch schnell nachmachen kann. Ja, und zuerst mal habe ich natürlich wieder allerhand Füllmaterialien, ganz normale Sachen wie diese Schokolollis, die man ja überall bekommt. Oder auch so weihnachtliche Schokofiguren, das sind diese etwas dickeren Figuren. Blätter, krokant, das mag mein Mann ganz gerne. Oder auch hier diese gefüllten Zapfen, das ist jetzt mit Amaretto, dann haben wir noch Eierlikör und so. Ja, und dann zwischendurch natürlich auch immer mal wieder ein paar Besonderheiten, die ich dann so zwischendurch finde, wie so ein Snowman Mousse, nennt er sich von Milka. Das ist wohl so eine Schokofigur gefüllt mit Mousse-Schokolade wahrscheinlich, oder ne, Milchcreme ist es. Oder auch diese Herzpralinen. Allerdings passt diese Schachtel nicht in den Kalender, wie ich ihn jetzt machen möchte. Aber dafür habe ich dann auch schon eine Lösung gefunden. Und zwar werden die dann rausgenommen aus dieser Pappschachtel und kommen dann einfach in so einen, in so einen Beutel halt, die man sonst für die Kekse nehmen kann. Ja, Nikolaus gibt es wie immer was Besonderes. Da habe ich diesmal so ein Kaffeelikör. Die Flaschen sind ganz toll, die gibt es beim Rewe. Da gibt es so verschiedene Liköre in diesen etwas kleineren Flaschen. Und da wir gerne mal Cocktails trinken und wenn man die auch gerne mixt und ein besonderer Cocktail immer mit dem Kaffeelikör auch gemacht wird, habe ich die jetzt geholt. Dazu natürlich einen Weihnachtsmann. Ich glaube, letztes Jahr hatte ich einen von After Eight. Dieses Jahr ist es Milka. Da gucke ich immer ganz spontan. Ja, und dann für Weihnachten, da kommt dann eine Tasse, die bedruckt ist. Die ist allerdings noch nicht da, auf die warte ich noch. Das muss ich dann extra verpacken. Und dann habe ich hier so einen Weihnachtspinguin, so eine Schokolade mit frohe Weihnachten gefunden. Die fand ich ganz witzig. Die kommt dann in das 24er-Päckchen. Ja, und wie ich die kleinen Dinge verpacke und wie dann der Adventskalender letztendlich aussehen soll, das zeige ich euch dann jetzt mal. Ja, und zwar habe ich bei Teddy diese tollen Weihnachtsbecher gefunden. So, da habe ich mir dann einfach 24 von mitgenommen, also drei Packungen, da sind jeweils 8 Stück drin für 1 Euro. Fand das ganz witzig, weil dann braucht man die auch nicht mehr groß gestalten, da ist dann der Schneemann mit drauf. Wenn ihr jetzt noch irgendwo Pappbecher zu Hause habt oder so und möchtet was mit Pappbechern machen, kann man die natürlich auch entsprechend noch mit, entweder mit Serviette umranden oder mit weihnachtlichem Papier. Ich meine, vielleicht habt ihr da jetzt noch was rumstehen von den ganzen Feiern, die eher ausgefallen sind. Aber so ist es dann noch wieder was, das spart noch ein bisschen Zeit und Mühe, wenn man jetzt nicht ganz so viel Zeit hat. Falls man die nicht hat, viele im Lockdown haben ja mehr Zeit, als ihnen lieb ist, aber falls eben nicht, soll es ja auch geben. Ist das eine schöne Sache, beim Teddy habe ich die gefunden, gibt es wahrscheinlich auch in solchen Euro-Shops und was es da alles gibt, denke ich, dass man die da auch finden wird. Ja, und dann nehme ich einfach eine Serviette. Packe die so mit dem Motiv nach unten quasi rein. So, drapiere das so ein bisschen, dass ich da gut was reinlegen kann. Ja, dann fülle ich Süßigkeiten rein. Ich mache immer 2 Teile, einen essen mein Mann und ich dann zusammen und den anderen soll er dann mitnehmen zur Arbeit. Ja, und dann mache ich es einfach ein bisschen nach oben, sodass das wie so eine, wie so eine Spitztüte quasi so ein bisschen hier hängt. Vorne dann kommt die Zahl drauf. Dafür bräuchte ich diesmal auch gar keinen Anhänger machen, sondern nehmt euch einfach einen Stift, je nachdem welche Farbe. Ich habe jetzt rot, passt ja auch so schön hier auf weiß. Schreibt dann da die Zahl drauf. Oh, die 1 habe ich da an einem anderen Becher schon stehen, kommt hier natürlich die 2. So, dann beschrifte ich die halt alle durch und befülle die dementsprechend mit den Servietten. Und wie gesagt, dass das ein bisschen bunter ist, habe ich halt 2 verschiedene Sorten. Ich habe hier noch eine Sorte. Ja, und so kann man das dann halt
ganz bequem füllen. Ja, und so sieht das Ganze dann jetzt fertig aus. Ja gut, das 24. fehlt noch, weil wie gesagt, die Tasse noch gar nicht da ist. Ja, und da sieht man jetzt eben alles beschriftet, alles ja, gefüllt. Ich finde, das sieht ganz witzig aus, dafür, dass es eine sehr schnelle Variante ist, auch für die Zeitsparfüchse, sage ich jetzt mal. Ja, und wie ich das Ganze dann anrichten werde, muss ich nochmal schauen. Wir haben also oben so einen Schrank, wo ich das eigentlich immer drauf aufbaue. Ich denke, dass ich noch ein bisschen Watte drum drapieren werde, dass das so ein bisschen schneemäßig dann aussieht. Und dann mal schauen, wie das Ganze wirkt und was ich da vielleicht noch mit zumache. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit, denn noch ist knapp ein Monat hin, bis dann das erste, ja, Tässchen, Becherchen besser gesagt, geöffnet wird. In diesem Sinne sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Vielleicht habt ihr Lust, was nachzubasteln oder auch mal eure Adventkalender dazu präsentieren. Ich finde das immer gut, weil dann kriege ich schon wieder Anregungen fürs nächste Jahr. Vielleicht wird es da auch wieder ein bisschen aufwendiger, ein bisschen kreativer als das. Aber ich finde, egal wie simpel ein selbstgemachter Adventskalender auch ist, er ist immer noch irgendwie schöner als irgend so ein gekaufter aus dem Laden. Wir hören uns, wie gesagt, in einem der nächsten Videos. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Tschüss!